Ja, hallo Freunde, wie es schon im Titel steht, ich möchte noch mal drauf eingehen auf das Thema Stromausfall. Denn gestern war in Dresden und Umgebung der Strom weg. Und zwar für eine gefühlte 20 Minuten, halbe Stunde. Ja, bei mir war es zum Glück, ich war nicht im Fahrstuhl, denn das weil es sind ja auch einige bestimmt in den Fahrstühlen stecken geblieben. Die Ampeln gingen nicht mehr, die Bahn fuhr nicht mehr. Und ja, jetzt habe ich mir mal Gedanken gemacht, was wäre, wenn eine Woche lang kein Strom wäre? Egal wo, gesamte Umgebung, keine Chance irgendwie vorwärts zu kommen mit Bus und Bahn, weil alles ja über Strom läuft. Und wenn du jetzt nehmen wir mal die ganzen Kühltruhen, die ganzen Dinge, die in den Geschäften sind zum Beispiel, ja, wo das ganze Fleisch, die Pizzen, alles Mögliche eingelagert ist, das kannst du nach einer Woche wegschmeißen. Das wären Milliardenverluste, Milliardenverluste. Ja, also ich weiß ja, um was es geht. Ich habe es ja mitbekommen. Ich habe jetzt die letzten Infos sind, es handelt sich hier wahrscheinlich um einen Anschlag, weil es wurde irgendwie ein Ballon gefunden mit was Metallenem dran. Und das ist dann im Energiewerk in Schachwitz dort eingeschlagen. Anders kann ich es nicht sagen. Muss mal auf meinen Einkauf achten. Ich bin gerade auf dem Bahnhof. Okay, ja. Aber stellt euch mal vor, das ist aktuell ist das jetzt, ja. Die News von der Polizei, das ist da sich um, ja. Das steht teilweise auch nicht in der Zeitung. Falls es doch irgendwie drin steht, dann nehme ich alles zurück. Ja. Ja, kein Strom. Eine Woche. Es würde eine Woche ausreichen, um die ganze Situation, um das ganze Land ins Chaos zu stürzen. Denkt mal drüber nach. Würde mich freuen. Ihr könnt gerne diskutieren über dieses Thema. Es gibt noch so viel zu erzählen darüber. Ich habe mir einen anderen Kopf. Ich wäre sonst nie drauf gekommen, wenn gestern nicht der Stromausfall gewesen wäre. Aber man kommt tatsächlich mal kurz zum Nachdenken. Ich bin gleich ruhig. Ich habe am PC was gemacht. Auf einmal war alles weg, ja. Und das Kuriose ist, ich konnte nicht einmal raus telefonieren. Kennt sich da jemand aus? Dann schreibt es bitte in den Kommentaren, was das mit dem Telefonieren, mit dem Handy zu tun hat. Warum ich da nicht raus telefoniere. Ich war plötzlich nicht mehr am Internet verfügbar. Mir kam es so vor, als ob die, hat das eventuell was mit Sendemasten zu tun oder so? Oder ist die Telefonie auch eventuell nur über Satelliten möglich? Oder ist das dann zu weit? Ich weiß nicht. Ich könnte auch selbst nachgoogeln. Aber es ist doch eigentlich auch ein schönes Thema, darüber mal zu schreiben, zu texten, zu reden. Okay. Das war's. Macht euch mal einen Kopf. Eine Woche kein Strom. Was würde passieren? Das ist nur ein kleiner Teil, der passieren würde mit den Lebensmitteln, die da alle verderben. Was würde das mit uns anstellen? Eine Woche würde ausreichen. Auch weniger. Aber ich habe das jetzt mal als Standard. Sage ich das mal so, die eine Woche. Ja, macht euch mal einen Kopf, diskutiert, schreibt, textet euch die Finger wund. Okay, ich bin da erstmal weg. Das war's mit dem Thema und ja, eigentlich nicht, aber würde mich freuen, wenn es euch gefällt. Lasst mir ein Like und ein Abo da. Vielen Dank dafür und ich bin weg. Tschüss.